Yosemite. Zurück zur Natur und die Seele baumeln lassen. Meinetwegen auch ein paar andere Körperteile. Großartige Wasserfälle, riesige Bäume und endlos tiefe Schluchten machen es zu einem Erlebnis. Doch wird das hier kein Spaziergang werden. Steinschlag, Schlaglöcher und wackelige Burgen haben schon ganz andere Rotz und Wasser schwitzen lassen. Yosemite. Und ich glaube, das ist die Strecke, die wir am Anfang, glaube ich, gefahren sind. Glaube ich, die mit diesen Holzbarrikaden. Oder ist es die mit dieser Steinschlucht? Dann haben wir die aber definitiv schon gefahren. Ich glaube ja. Naja, da kann ich sich ein bisschen wiederholen, ne? Das Spiel ist ja nicht wirklich lang, ist okay. Ja, das ist das mit den Steinen. Oh Gott. Habe ich am Anfang des Spiels auch so Scheißlenkung gehabt? Wahrscheinlich habe ich mich da schnell dran gewöhnt an die Steuerung. Weiß gar nicht, ob das Spiel jemals mal einzeln verkauft worden ist. Oder ob das wirklich nur so ein reines Beiwerk war zu Computerspielzeitschriften. Weiß ja nicht, wie viel Geld die dafür bekommen haben, ne? Vielleicht hat es sich tatsächlich mehr gelohnt, Spiele so gesagt primär dazu entwickeln, dass sie dann halt auf irgendeine Zeitschrift draufkommen, statt die einzeln zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich habe ja einen Insider hier in den Kommentaren, ne? Und der kann sagen, was man so ungefähr bekommen hat, wenn man so gesagt sein Spiel freigegeben hat für eine Videospielzeitschrift. Weil ich gehe mal von aus, die werden Geld bezahlt haben, damit die so gesagt drauf dürfen. Na, außer bei Schrottspielen, da mussten die dann Geld bezahlen, wenn die drauf wollten oder wie. Haha, das glaube ich wohl nicht. Außer die wollten irgendwie Gratiswährung haben, aber die Spiele wurden ja dann meist auch irgendwie anders verteilt, oder? Was? Zwei Busse hier! Wahrscheinlich haben die nach dem Teil gemerkt von wegen, oh, unsere Autobahnraderteile sind zu kurz. Ja, was machen wir denn? Hm, wir nehmen einfach dieselben Strecken und machen dann, dass du 6 oder 8 Runden fahren musst. Hm, eine gute Idee. Hm. Sag ja, ich müsste dich nicht gut in die Länge strecken. Nur weil zweites Spiel man das Kackspiel halt normal, wenn es einem so viel Spaß macht. Aber das, ja, man muss die Spiele nicht künstlich in die Länge ziehen. Das ist auch tatsächlich so bei Open-World-Spielen, die einfach gefühlt Open-World haben, aber da nichts zu erkunden ist, nichts drin ist. Das ist auch nur, das Spiel künstlich in die Länge strecken. Genau wie Grinding, obwohl das wird nicht bis zu bestimmten Maß tatsächlich bei RPGs noch okay. Bis zu bestimmten Maß. Irgendwann wird es auch, denkt man noch so, oh Gott, man kann es auch übertreiben. Tatsächlich habe ich Secret of Mana für die Super Nintendo nachgeholt. Und da musste ich tatsächlich auch ein bisschen grinden. Da ging es aber gerade so noch, also es hätte nicht mehr sein können. Das hätte nicht mehr sein dürfen, mehr gesagt. Scheiß Bullen. Aber es gab ja auch echt einige Spiele. Ich kann mich mal zum Beispiel an Final Fantasy 9 damals erinnern. Okay, wenn du das Hauptgedöns fertig gemacht hattest, musstest du nicht wirklich viel grinden. Aber wenn du den Superboss töten wolltest, dann musstest du richtig hart grinden. Aber naja, das war auch ein optionaler Boss, ne? Wie gesagt, wenn du das Hauptspiel durchspielen wolltest, konntest du eigentlich mehr oder weniger durchrennen. Und muss es jetzt nicht wirklich unbedingt viel trainieren. Das sieht man ja auch manchmal mal hardcore, wie einige Speedrunner durch einige Spiele einfach durchrennen. Oder auch so denkst du, ey, okay, die töten aber gar keinen Gegner, leveln kaum und schaffen es doch irgendwie durchs Spiel. Aber die kennen auch wirklich jede einzelne Taktik und jeden einzelnen wunden Punkt von den Gegnern, die kriegen das ja immer hin, ne? Echt wahnsinnig. Aber da musst du eigentlich einige Spiele echt so unglaublich oft spielen. Ein neuer Stern ist aufgegangen und ich strahle hell. Und ich denke mir schon, ich habe mir zum Beispiel, also die Spiele, die ich am öftesten durchgespielt habe, waren definitiv Need for Speed Underground und Most Wanted. Und selbst die habe ich im Leben, glaube ich, nicht so oft durchgespielt oder so oft gespielt, wie die Leute einige Spiele, also die Speedrunner, wahnsinnig. Zäh ist Fleisch. Ich fällt gerade das Wort dafür nicht ein. Enthusiasmus? Nein. Fähigkeit? Nein. Gott. Wenn dir einige Wörter nicht einfallen, ist schlimm, ey. So ist das, wenn man schon über 30 wird, dann hört es langsam auf. Wo bin ich? Wo bin ich? Auf welchem Planet bin ich? In L.A. scheint immer die Sonne. Ihr macht die Studiotour und seht den Walk of Fame. Ob ihr da eines Tages meinen Namen entdecken werdet? Fahrt am Rodeo Drive entlang und schaut euch an, wie die Typen am Strand ihre Gewichte sperren. Griffith Park ist der beste Platz, den Blick über die Stadt zu genießen. Alles ist cool und irgendwie geht alles, denn das ist L.A. und hier ist nichts wirklich echt.
Okay, die haben immer nur ein Sample eingesprochen für eine Strecke. Naja, okay. Die wiederholen sich auch tatsächlich nur einmal, ne? Also einmal kommt die eine Runde, die vier Strecken oder fünf Strecken, was es war. Kommen nochmal fünf Strecken. Dann kommen die alle Strecken halt nochmal. Es geht, es geht. Alles akzeptabel. Wieder da, mache ich aus dem Spiel. Okay. Dann mache ich aus dem Spiel tatsächlich auch ein Let's Play, weil das echt nicht super lang ist, das Spiel. Ich dachte, das wird wieder so ein ewiges, langgezogenes, wiederholtes Scheißding, aber ich sag ja tatsächlich, es geht ja. Okay, ich weiß nicht, was ihr da gerade macht, aber ich. Hau ab, Ich glaube irgendwie. Da war tatsächlich irgendwie nur jemand unsichtbar da drin. Was für ein Scheiß, ey. Ich dachte, ich gerade so, starte ich neu? Ich glaube, ich muss euch starten. Ja, tatsächlich nicht. Hat sich gerade irgendwie noch entbuggt. Also da muss ich irgendjemand zurückgesetzt haben. Und dann irgendwie, keine Ahnung, als unsichtbare Band fungiert haben. Jetzt muss ich mich. Aua, 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 aua. Nochmal reparieren. Eschgeigen, Bujo. Trainer. Ah! Ach ja. Oh Gott, ich drücke die falsche Taste zum Lossen. Mann, nicht Rechtsschiff, das ist Linksschiff. Oh, Marum. Fucking Bullen. Wir können ihn nicht festnehmen, aber wir können nerven. Ach, das komische Ding fällt dir wieder um. Ja, noch ein Rund. Vollbremsung, weil die Karre echt Kacklenkung hat. Ja, okay, das war die 90-Grad-Strecke, wo gefühlt einfach jede Kurve hier 90 Grad sind. Boah, Wahnsinn! Guck mal, diese Sonneblende sogar. Boah, Grafikeffekte. Wahnsinn! Oh Mann, ey. Das Spiel überrascht mich immer wieder. Frage, wenn wir das Spiel dann durch haben, gibt es noch eine Bonusstrecke oder ein Bonusauto? Autobahnraser 1 gab es, glaube ich, gar nichts. Da hat sich das Spiel einfach immer wiederholt. Autobahnraser 2 gab es ja diesen komischen Zurück in die Zukunft Wagen, genau, DeLorean. dritten Teil, glaube ich, gab es den Wagen von Krüger. Und ich glaube, es gab einen tatsächlichen DLC, ne? Oder ein Dolo damals. Ich glaube, es war das gewesen. Ich glaube, eine Strecke tatsächlich sogar. Ich glaube, ja. Vierte Teil weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was da gewesen war. Auch ein Auto, ne? Ich glaube, ja. World Challenge, glaube ich, gab es einen feuchten Händedruck. Und den anderen Teil, der irgendwie noch beschissener war, gab es ja noch weniger, glaube ich. Da war das World Challenge. Muss man überlegen. Da waren World Challenge und Recycling vom vierten Teil. Oh, ich weiß es nicht mehr. No, alle so gleich. Aber die haben das auch echt dabei gelassen. Seit dem dritten Teil, da sammelst du die Nitro-Dinger ein und die. Okay, müssen wir auch immer in die Luft, da macht viel Spaß. Und sammelst du die Nitro, die Schraubenschlüssel ein. Seit Autobahnraser 3 und ja, das haben sie seitdem auch nicht umgeändert, ne? Du sammelst ja hier immer die ein. Auch bei Urlaubsraser hast du das gemacht. Urlaubsraser, schon fast wieder vergessen, ey. Ich habe ja schon gelesen, dass die Knight Rider-Teile ja auch nicht so gut sein sollen. Oh, wo kann das liegen? Vielleicht, weil es wahrscheinlich auch die gleiche Engine ist. Würde mich nicht wundern, wenn die sogar die Strecken recycelt haben von dem Teil hier oder vom World Challenge. Ich will die ganze Zeit überlegen, wie ist der andere Teil, der noch grausamer war als World Challenge. Ich glaube, das war sogar der letzte Teil, den ich gespielt habe, wo ich am Ende keinen Bock mehr hatte und dann einfach nur alles weggeschnitten hatte. Es gibt Spiele.
Steh kein Wort vom Radiosender. Muss ich ja schon ein Programm rüberlaufen lassen und das dann isolieren, damit du die Motorgeräusche nicht hörst, damit man das hören kann. Oder ich sag ja, du bohrst halt im Spiel rum und dann schmeißt du sie dann nachträglich da rein. Ich habe ja sowieso eine eigene Tonspur fürs Spiel und eine eigene Tonspur für meinen Glaber. Deswegen kann ich ja ohne Probleme nachträglich daraus mal noch einen Longplay machen. Ich glaube, das habe ich auch tatsächlich immer schon so gemacht. Nur ganz am Anfang habe ich ja tatsächlich ja mit Fraps aufgenommen. Oh Gott, so alte Programme, ey, Fraps. Und dann auch nebenbei Outer City oder damals auch Nero Wave die Tour laufen lassen. Und genau, ich musste dann nachher die dann immer zusammenschneiden. Bin der größte Raser aller Zeiten. Das war auch heftig, ey. Fraps, die Dateien waren damals so arschriesig. Und wenn du dann mit 30 FPS aufgenommen hast, weil der Computer nicht mehr konnte, dann wurde das ganze Spiel runtergeregelt auf 30 FPS. Yeah, ich hab oh Gott, ich geh gleich ins Bett. New Orleans freigeschaltet. Aber ja, hier, so an sich habe ich es wahrscheinlich schon eine Zeit lang freigeschaltet, weil ich hab's ja schon mal getan, ne? Habe ich Geld? Habe ich Geld. Und dann ist Geld weg. Voll getuned. Uhuhu. Bremsen sind ultra kacke. Okay, interessant. Race Radio, MCG am Mikrofon mit ein paar Details über eure genaue Route. Es ist früher Morgen hier im Bayou. Entscheidet euch für eine der beiden Straßen und nur da oben rum durch die Sümpfe. Achtet auf die Alligatoren, denn die sind heute noch nicht gefüttert worden. Geradewegs in die City über die Bourbon Street. Seht zu, dass ihr nicht zu heftig feiert und euch keine Straßenbahn erwischt. Wenn es lieber ruhiger mögt, dann fahrt zum Garden District oder probiert ein paar gegrillte Shrimps. Ich sammle euch dann am Ende wieder ein. Dann werden wir ja sehen, wer am Ende Tom Sawyer und wer Huckleberry Finn ist. Okay. Auf nach New Orleans. Immer wenn ich an New Orleans denke, muss ich an die Strecke, an das Level von Tony Hawk's Underground 2 denken. Aber wo Tony Hawk's Underground 2? Ich glaube, den habe ich ja durchgespielt, ne? Das heißt, ich müsste ja theoretisch, wenn ich jetzt weitermache mit Tony Hawk's Teilen, American Wasteland spielen. Tatsächlich auch der letzte Teil, den ich wirklich noch halbwegs Erinnerung habe. Weil Project 8 habe ich auch mal gespielt, aber boah, dem kann ich mich ja so gar nicht mehr dran erinnern. Überhaupt nicht. Und danach war Schluss. Danach habe ich tatsächlich, glaube ich, keinen mehr danach gespielt. Nein, auch nicht den grauenhaften fünften Teil. Obwohl wäre eigentlich schön zu wissen, wie grauenhaft der ist. Der Kollege sagt, jo, der ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, also ich habe bis jetzt ja noch Grausames über den gelesen und gesehen und so weiter. Ja, wir kommen auch irgendwann mal dazu, den zu spielen. Und mal gucken, wie grausam der ist. Okay, mit Wasteland war jetzt natürlich auch nicht so die Wumme, weil es ja dann tatsächlich vom, ich finde, besten Teil dann immer weiter runter ging, ne? Und die Dings spielt, die Tony Hawk Spiele mit dem virtuellen Skateboard oder beziehungsweise mit dem kleinen Plastikboard, ich glaube, die spiele ich nicht, weil das heißt hier, glaube ich, auch heute da einzufinden, was heute noch funktioniert, ist fast unmöglich. Und die haben damals schon, als sie neu waren, kacke funktioniert. Wo ich mir auch denke, eine gute Voraussetzung. Da kannst du ja schon das Ding eher emulieren und hoffen, dass es dann funktioniert. Na toll. Ach, heute kannst du alles emulieren. Ist ja so. Wundert ja, wie weit die Emulatoren schon sind. Ne? PS3 ist schon drin, Xbox 360 ist schon drin, PS4 mehr oder weniger auch, aber ich glaube nur irgendwie ein paar Demos und mehr auch noch nicht. Nee, bei PS4 schon weiter. Ah ne, PS5 war das tatsächlich. PS5 waren das nur irgendwelche simple Programme, simple Demos. Und ich glaube, PS4 waren die tatsächlich schon weiter? Glaube ich? Ich weiß nicht mehr. PS3 waren sie auf jeden Fall ziemlich weit. Ja, und im Nintendo-Bereich waren die auch schon ziemlich weit, ne? Tatsächlich, bis zur Switch aktuell. Wo Nintendo natürlich jetzt momentan versucht, einen Riegel vorzuschieben. Und alles versucht zu verbieten. Den Emulator selbst, die Key heraus, die aus der Switch. Hauptsache niemand emuliert. Oder auch du gleichzeitig denkst, ja, wir stellen die Shops ein, dass sie Spiele nicht mehr kaufen können. Und bestimmte Spiele gehen wir auch nicht rein, weil wir Lizenzprobleme haben oder so weiter. Weil nicht klar ist, wer die Lizenzen hat, aber nein, darfst du nicht spielen. Selbst wenn du sie im Original noch rumliegen hast. Nein, darfst du nicht spielen. Denn wir machen auch, dass Emulatoren böse sind und verboten werden. Weil sie ja Code von uns benutzen. Ja, ja, aber tatsächlich ist nur Nintendo so arschig. Sega ist nicht so arschig. Ich glaube, Microsoft ist auch nicht so arschig. Das ist echt nur Nintendo. Nintendo ist auch echt komisch. Die Spiele sind immer teuer.
selbst wenn du irgendwelche alten Switch-Spiele hast, hier zum Beispiel Mario Odyssey, das Spiel ist ja relativ alt jetzt so gesehen und es kostet, glaube ich, immer noch 50 Euro oder so. Und selbst gebraucht kriegst du das für kaum weniger. Oder auch so denkst du, warum? Du bist ja krank. Weißt du, PC-Spiele werden ja nach gefühlt einem Jahr schon wertlos. Evo Speed Unbound habe ich jetzt für 20 Euro gekauft. Und das Spiel ist ein halbes Jahr alt, glaube ich. Das kam ja, glaube ich, meistens kommt die immer November raus, ne? Das heißt, wir haben jetzt November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai und mehr oder weniger haben wir Juni, aber Ende Mai haben wir jetzt. Das heißt, ja, tatsächlich mal gerade 6 Monate, wenn es hochkommt, ne? Oder 7 Monate. Dann das Spiel schon reduziert von... Was war das erste Mal, ich verkauf 70 vielleicht? Auf 20, heftig. Suave, el mucho suave. El mucho suave. Weiter geht's, Grand Canyon. Boah, obwohl wir nur 2 Runden fahren, kommt mir das wie eine halbe Ewigkeit vor. Halbigkeit. Und ich nehme tatsächlich, also das ist jetzt alles ein, nicht Part, sondern The Session. Da sind wir wieder bei der Sprachfindung. Und 48 Minuten nehme ich schon auf. Wahnsinn. Eigentlich wollte ich das Spiel jetzt so durchziehen. Ja, mal gucken. Das ist das Spiel sowieso vorbei. Dann kann ich den Kram zerhackstückeln und hochladen. Und dann im Urlaub gucken wir mal, ob ich irgendwas mache.